Das sind die drei Sturmblocks. Ziemlich ausgeglichen, wobei der stärkste wohl der erste ist. Mit Aguelkin, Goldin und Kapustin. Auch ein vierter Sturm ist noch zur Verfügung, wobei zu sagen ist, dass Judikov ein Verteidiger ist, der bisher in der Abwehr gespielt hat. Da hat es eine Umstellung gegeben. Fatkulin spielt jetzt mit Diakin im ersten Verteidigerblock. Die Mannschaftsausstellung vom Sportbund Rosenheim, der in hellem Dress spielen wird. Links sehen Sie die Rosenheimer. Kralik im Tor, Kretschmer, Niederberger, Mali, Meidel und Heinold als zusätzlicher Verteidiger. Die Sturmreihen, Arne Berwanger, Kammerer, Lukács Höfner, Mörz, Capella, Betz und Ibelherr. Sie sehen es, diejenigen, die die bisherigen Spiele verfolgt haben, dass hier einige Umstellungen gemacht worden sind. Wie gesagt, ohne Reindl, den dreifachen Torschützen, wie gestern schon, er ist verletzt. Vom Sportbund Rosenheim hier in Davos, wenn sie auch nicht so zahlreich sind wie zum Beispiel im vergangenen Jahr, als die Schwenninger da waren. Schwenning liegt eben auch näher als Rosenheim. Die Auftaktfanfare für die Spiele jeweils. Der Anfang der Ouvertüre zu Wilhelm Tell von Rossini. Das Schiedsrichtertrio, Charles Schanz ist der Hedge-Richter, seine Linienrichter Hans Hugentobler und Bernhard Kunz. Die Stehplätze sind gut besetzt, wenn auch nicht so dicht wie in anderen Spielen. Auf der Gegentribüne bei den Sitzplätzen, da gibt es noch etwelche Lücken. Majorow, der Coach von Spartak Moskau, und vorher haben Sie Oleinik gesehen, den Coach des Sportbundes Rosenheim. Selbst 100-facher Internationaler in den 60er Jahren. Spartak Moskau gilt als Top-Favorit dieses 59. Spengler Cup-Turniers. Gestern hatte Spartak Moskau zwar etwelche Mühe mit Dukla Jilava, aber man ist nicht so sicher, ob die Moskauer in der gestrigen Partie bereits alle ihre Karten aufgedeckt haben. Die Rosenheimer mit Arne Berwanger Kammerer in der ersten Sturmreihe und im ersten Verteidigerblock Kretschmer und Niederberger. Die sowjetische Mannschaft mit Fatkulin, Diakin in der Abwehr, Aguaikin, Boldin und Kapustin als Stürmer. Ich bin gespannt, welches Mittel Rosenheim wählen wird, um gegen diese Pöck- und Eislaufkünstler anzukommen. Und schon nach 32 Sekunden wird erstmals gewechselt. Zweite Verteidigerpaar für Rosenheim, Mali und Meidel. Mit Lukács Höfner, Mörz. Schuss von Höfner. Und für die Sowjets, Fokin, Krutschkov, das Verteidigerpaar,
Prokhorov, Warnetsky und Koschnevnikov. Koschnevnikov. Prokhorov ist die 17. Meidel. Beinahe wäre Lukács zum Schluss gekommen. Kretschmer. Wieder das erste Verteidigerpaar für die Deutschen. Kretschmer, Niederberger. Wie gesagt, Rosenheim muss mit zwei Verteidigerpaaren auskommen. Das hier ist Niederberger. Sicher ist, dass Spartak Moskau die Rosenheimer nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Die Rosenheimer zeichnen sich vor allem auch durch ihre großen kämpferischen Möglichkeiten aus. Sie pflegen sich in jedem Spiel bis zum allerletzten auszugeben. Wie viel Kraftreserven sie noch zur Verfügung hat, wird sich bald sein. Dritte Minute, 0:0. Mali Meidel sind jetzt die beiden deutschen Verteidiger im Augenblick. Und Arne Berwanger-Kammerer, die Stürmer. Nummer 4, der Verteidiger bei Spartak Moskau, das ist derjenige, der für Djurikov zum Einsatz kommt. Der sitzt zwar angezogen, einsatzbereit auf der Spielerbank, aber er figuriert unter den Ersatzläufen. Der bisherige Verteidiger zusammen mit Faskulin. Das ist die einzige Umstellung, welche im Sowjetteam festzustellen ist. Das Torschütze Warnavsky. Da hat es ihm Kralik aber leicht gemacht. In die nähere, gut abgedeckte Ecke. Da hat sich Kralik aber böse erwischen lassen. Nach 3 Minuten 38, 1:0 für Spartak Moskau. Der Lautsprecher das erste Tor bekannt gegeben hat, steht es schon 2:0. Und der Schütze heißt diesmal Volgin. Nicht einmal 20 Sekunden seit dem 1:0 das 2:0. Kralik bringt die Scheibe nicht weg und sieht sie nicht mehr.
Nach 4 Minuten 2:0 bereits für Spartak Moskau. Das letzte am diesjährigen Spengler Cup Turnier. Für die Moskauer ist es das dritte Spiel. Guaikin, einer der Besten in seiner Mannschaft, die Nummer 11. Fast ein körperloses Eishockey, was man hier bis jetzt zu sehen bekommt. War ein Geschoss von Verteidiger Krutschkow. Knapp 6 Minuten sind gespielt. 2:0 führt Spartak Moskau. Rosenheimer scheinen auf jeglichen harten Körpereinsatz total zu verzichten. Vielleicht kommen wir dadurch in den Genuss eines hochklassigen Kombinationsspiels der sowjetischen Mannschaft. Ja, das war natürlich eine Einladung und Igor Petrov hat sie gerne entgegengenommen und schießt das 3:0 nach 6 Minuten und 47 Sekunden. Noch einmal sehen Sie diesen dritten Treffer. Vollkommen frei und ungedeckt. Wenn das so weitergeht, dann ist zu befürchten, dass das eine sehr monotone Einbahnangelegenheit wird. Vladislav Polejnik, das ist der Verantwortliche für die Mannschaft des Sportbundes Rosenheim.
Auf geht's, komm, auf geht's. Mali gegen Varnavsi. Öffnung. Lukács, die Nummer 24 für Rosenheim. Koschevnikov. Mörz, die Nummer 14. Doch hin und wieder etwas Arbeit für den sowjetischen Hüter Doroschenko. Beim dritten der sowjetischen Meisterschaft klappt im Kombinationsspiel nicht immer alles. Und manchmal übertreiben sie es auch. Betz. Und jetzt hat er aber Glück gehabt. Und im Tor ist nicht Doroschenko, sondern Saprykin. Stelle ich jetzt eben fest. Boris Majorow hat also heute seinem zweiten Torhüter das Vertrauen geschenkt. Gute Tormöglichkeit, die Berwanger ausgelassen hat. Berwanger, der die Torschützenliste mit 3 Treffern anführt. Auch Reitl hat 3 Tore erzielt, ist aber verletzt. Eising und die Scheibe wird eingegeben vor Saprykin. Da haben die Moskauer im letzten Moment umgestellt, denn im Meldeformular für das Spiel steht auf der Position 1 Doroschenko. Koschevnikov. Lukács vor dem Tor.
Jetzt sind die Rosenheimer doch zu einigen ganz guten Chancen und Szenen gekommen. Man hat den Eindruck, dass Spartak Moskau sich bei diesem Spielstand 3:0 nach 12 Minuten jetzt im ersten Drittel schon in Sicherheit wiegt. Höfner versucht zu stören. Sicken des Eishockeyspielers. Aus diesem Grunde gibt es viele Spieler, welche einen Gesicht Schutz aus Plexiglas tragen. Wenn setzt du einen Solo an. Wieder eine gute Szene für Rosenheim. Aber immer noch 3:0 für Spartak Moskau. 6,5 Minuten dauert das erste Drittel noch. Für Rosenheim im Einsatz Arne Bergwanger Kammerer, der Nationalsturm. So über alle Zweifel erhaben ist die Moskauer Habe ja auch nicht. Aber kontern können sie. Unheimlich schnell im Antritt. Und Kapustin stellt das Score auf 4:0, genau nach 14 Minuten im ersten Abschnitt. Auf dieser Seite die gute Szene für Rosenheim. Und dann der blitzschnelle Konter. Auf dem Präsentierteller das Zuspiel Kapustin lässt sich nicht zweimal bitten. Und wieder eine ganz heiße Szene. Mit viel Glück kann hier Sabrikin ein Torerfolg von Rosenheim verhindern. Lukács. Blitzschnell hat Sabrikin seine Position verändert, ist nach vorne gekommen und hat den Schusswinkel verkürzt. War sicherlich ein hartes Geschoss. Nummer 29 Höfner beim Bulli.
diese schöne Aktion hätte ein Tor verdient mit Lukács, der daneben schoss. Mörz. Höfner. Nicht mehr ganz 5 Minuten im ersten Drittel. Da ist einer mit einem Gesichtsschutz. Es hat ja auch schon zahlreiche wirklich schwere Unfälle mit den Augen gegeben. Und die entsprechende Industrie hat dafür gesorgt, dass ganz gute und sehr leicht tragbare Schützer für die Augen produziert worden sind. Und wieder eine Offerte an Kapustin, der unmarkiert Tor Nummer 5 erzielt für Spartak Moskau nach genau 15 Minuten und 42 Sekunden. Damit wird sich Kapustin langsam an die Spitze der Torschützenliste hieven. Es ist sein drittes Tor an diesem Turnier. Und Boris Majorow will sicherlich, dass seine Mannschaft sich mit diesem 5:0 nicht zufrieden gibt. Und das machen sie auch. Diesmal war es die Nummer 16, wenn ich richtig mitgeschaut habe, Koschevnikov. 6:0. Eines der schnellsten Tore in der Geschichte des Spengler Cups. In der 12 Sekunden. Vom 5:0 zum 6:0. Noch. Für die sowjetische Mannschaft sichtlich eine bessere Trainingspartie. Eigentlich schade, der wirkliche Prüfstein wird wohl das Schlussspiel bringen, Spartak Moskau gegen die Kanadier. Dann werden die Sowjets das gesamte Repertoire ihres großen Könnens spielen lassen müssen, um zum Erfolg zu kommen. Und noch 3 Minuten und 1 Sekunde zu spielen. Und man sieht einfach, dass bei den Rosenheimern, die schon durch Verletzungen handicapiert hier nach Davos gekommen sind, kurzfristig
dass die Luft draußen ist. Dabei muss man sich vielleicht doch die Frage stellen, ob es richtig ist, dass eine Mannschaft bei diesem Spielmodus einfach dazu verdammt ist, alle vier Spiele hintereinander zu spielen, ohne Ruhetag. Und man weiß ja, dass das Eishockey des Jahres 1985 schneller geworden ist, anspruchsvoller, punkto Kondition auch. Die Belastung der Spieler ist sicherlich größer geworden. Ahne. Kapustin. Die Luft ist draußen und drum muss neue Luft rein. Da sehen wir Michael Betz an der Sauerstoffflasche. Nicht mehr ganz zwei Minuten im ersten Drittel und bereits 6:0 für Spartak Moskau. Lukács. Die letzte Minute. Saprykin hatte einige Male Glück, dass nicht auch er die Scheibe aus dem Tor holen musste. Eine typische Art von Kralik, die Scheibe wieder ins Spiel zurückzugeben, gerade nach vorne. Aber niemand ist darauf eingegangen. Die Deutschen verzichten auf jeglichen körperlichen Einsatz. Die Frage ist nur, wollen sie nicht oder können sie nicht mehr? Die ersten 20 Minuten sind vorbei, eine Eishockey-Demonstration. Relativ leicht sind die Moskauer zu ihrem 6:0 Vorsprung gekommen. Jetzt geht es in die Pause und ich melde mich wieder, wenn das zweite Drittel beginnt. Meine Damen und Herren, so sieht der Stand aus nach dem ersten Drittel im Spiel Spartak Moskau Sportbund Rosenheim. 6:0 und dieses Zwischenergebnis spricht für sich. Es sind
in Anführungszeichen nur 6.100 Zuschauer anwesend. Für Rosenheim gilt es, den Schaden so gering wie möglich zu halten, aber das wird sehr schwierig sein gegen diese Kombinationskünstler aus Moskau. So, das ist der erste Treffer für die Rosenheimer. Der Torschütze Berwanger, der damit auf insgesamt 4 Tore kommt, 6:1 heißt es. Und dies nach 14 Sekunden. Die Rosenheimer waren schon im ersten Drittel einige Male recht nahe an einem Torerfolg, aber konnten diese Chancen nicht verwerten. Jetzt hat es geklappt. Dieser Spielstand verleitet natürlich zum Ärger von Boris Majerow, dem Coach, die sowjetische Mannschaft nur noch mit Teilkräften zu spielen. Und dann können solche Einlagen eben passieren. Und wichtig ist es, dass es Tore gibt, dass man wenigstens den Spaß an der Sache hat als Zuschauer. Hat er die Scheibe? Und die Nummer 14 prüft den zweiten sowjetischen Hüter Zaprikin. So, die Petitionen wollen Stefan Dunsen wegkommen. Ja, sehen Sie, das geht alles anders. Und auch bei diesem Spiel wird Statistik geführt, wer wann auf dem Eise war. Damit der Trainer genau die Leistungen seiner Schützlinge stets kontrollieren kann. Ibel Herr mit Nummer 23. Und die Nummer 11 ist Olaf Capella, der in dieser Sturmreihe im Einsatz ist. Fliegend gewechselt worden. Aguaikin, Boldin und Kapustin, die drei gefährlichsten sowjetischen Stürmer im Einsatz.
Und bei den Deutschen die erste Linie, die in der Nationalmannschaft spielt, mit Arne, Berwanger und Kammerer. Und Berwanger ist jetzt vierfacher Torschütze, damit verteidigt er seine führende Position im Torschützenklassement. Es gibt ja für den besten Torschützen einen ganz erklecklichen Preis zu gewinnen. Kretschmer-Schuss. Aguaikin, Kapustin. Und vorbeigeschossen hat Sergei Aguaikin. Eine der wenigen harten Körperchargen in diesem Spiel haben wir da eben gesehen. Kretschmer. Mali. Der Platzsprecher hat eben gemeldet, dass das heutige Abendspiel zwischen dem HC Davos verstärkt. Und Team Kanada ausverkauft. Das ist diese Reserveluft für den SB Rosenheim. Die Sauerstoffflasche. Offside. Betz hier im Bild. Sechs Minuten sind gespielt im mittleren Abschnitt, 6:1 für Spartak Moskau. Manchmal riskante Zuspiele von Kralik, die auch sehr oft ins Leere gehen, wie diesmal. Und dieser Stock hat noch keinen Abnehmer gefunden, weil er wahrscheinlich für die Buben nicht sichtbar ist. Man pflegt auch einen gebrochenen Stock an die Schlafzimmerwand zu hängen, im Bubenalter. Wichtig ist, dass der Fokin oder der Borisov oder der Höfner mit ihm gespielt hat. Gegen 1000 Pöcks werden jeweils gebraucht bei einem Spengler Cup Turnier. Die verschwinden alle in den Hosentaschen von Sammlern als Souvenir.
Und das ist dann auch ein Betrag, der in der Gesamtrechnung noch recht gewichtig aufscheint. Stellen Sie sich vor, dasselbe würde bei einem Fußballspiel gemacht. Siebte Minute, 6:1 für Spartak Moskau. Ein harter Schuss von Mörz. Er hat seine spezielle Entspannungsmethode. Boris Majorow, der Coach von Spartak Moskau, der ist in dieser Funktion seit April dieses Jahres tätig. Vorher war er in der Administration des sowjetischen Eishockeyverbandes. Die Antrittsschnelligkeit der sowjetischen Spieler ist frappant. Mit einem Schritt-Staccato erreichen sie in der kürzesten Zeit ihr Maximaltempo, mit oder ohne Scheibe. Gute Abwehr von Kralik. Phasenweise können die Rosenheimer ganz gut mitspielen, mithalten, und wenn sie eine Prise mehr Glück hätten, dann hätten sie dieses oder jenes Tor bereits auch erzielt. Es steht 6:1, 9. Minute, eben 2 Knappschüsse. Nummer 20 ist Berwanger, der Mann, der als einziger bis jetzt an diesem Turnier insgesamt 4 Tore erzielt hat. Offside. Internationale Verteidiger Kretschmer. Boris Majorow, immer gut gekleidet. Und wieder Mörz. Und Niederberger, Slapshot. Auch da wieder Saprikin im Glück.
Und zum ersten Mal in diesem Spiel gibt es eine Strafe. Nach genau 9 Minuten und 58 Sekunden im zweiten Abschnitt. Könnte Mörz sein, jawohl. Zum ersten Mal in diesem Spiel eine Mannschaft zahlenmäßig überlegen. Die Moskauer zu 5 gegen 4 Deutsche. Begründung Behinderung. Wenig Konzentration bis jetzt bei diesem sowjetischen Powerplay. Noch eine Minute. Der Puck ist aus dem Spielfeld. Sechs zu eins steht es. Und 11 Minuten und 8 Sekunden sind gespielt im zweiten Drittel. Kein Icing, die Deutschen sind noch für 40 Sekunden nur zu viert. Fokin. Höfner. Niederberger. Noch für 9 Sekunden muss Mörz auf der Strafbank bleiben. Das stellt jetzt eben auch Wladislav Olenik fest, der Coach des SV Rosenheim. Arne. Und Rosenheim wieder vollständig. Mali, Berbanov. Hat nicht viel gefehlt bei diesem Schuss von Mali. Ja.
Hört. Und Tor. Ja, der Berwanger ist auf dem Weg, sich die Trophäe für den besten Torschützen zu holen. Sein fünftes Tor an diesem Turnier zum 6:2. Zeit 13:01 im zweiten Abschnitt. Das Zuspiel kam von Börn. Jetzt lassen die Sowjets die Scheibe wieder zirkulieren und manchmal auch zu viel, sodass eine Chance entsteht für Fett. Fett 6:3. Minuten und 35. Das Zuspiel von Ibel her gekommen ist, aber der offizielle Sprecher gibt bekannt unassisted, also ohne Assistent. Es gibt keinen Assistpunkt bei diesem Treffer. 6:3, das sieht schon wieder ganz gut aus. Die sowjetische Mannschaft hat sich in den letzten Minuten wohl ein bisschen zu leicht gemacht. Und sie wird auch eine entsprechende Gardinenpredigt bekommen, drüben auf der Spielerbank. 3 Tore Vorsprung für Spartak Moskau. Und nicht mehr ganz 6 Minuten zu spielen im zweiten Drittel. Saprikin, der zweite Torhüter. Doroschenko also heute nicht im Einsatz. Ein Gewaltschuss an die Torumrandung. Ja, dieser dritte Treffer war wohl ein Schuss vor den Bug, dem gleich hier noch einer folgte. Und die Sowjets müssen aufpassen. Kretschmer. Oben links die Zeit, die noch zu spielen ist im zweiten Drittel. Berwanger. Ja, es war eine wunderschöne Schwalbe, auf die der Schiedsrichter natürlich nicht reinfällt. Aber jetzt die Retourkutsche zum 7:3. Torschütze Volgin. Sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Die Zeit 14:56.
Und Bjarkin darf für sich den Assistpunkt notieren. Ja, wir haben immerhin 10 Tore zu sehen bekommen bis jetzt und die Tore sind ja das Salz und der Pfeffer in einem Spiel. Auch wenn die Mahlzeit vielleicht nicht so schmackhaft ist wie bei anderen Gelegenheiten. Höfner, ganz knapp vorbei. Mali. Das sieht wieder nach Tor aus. Die Spezialität der sowjetischen Mannschaft, das Kurzpassspiel. Und da sind zwei aneinander geraten und der Täter war ohne Zweifel der Spieler von Spartak Moskau, Aguaykin. Es sind jetzt 6 Feldspieler bei den Deutschen und in diesem Augenblick wird die Aktion unterbrochen, wenn der sowjetische Spieler definitiv an die Scheibe gelangt. Aber es ist erst die zweite Strafe in diesem, was Körpereinsatz anbelangt, harmlosen Treffen. Die Scheibe war längst schon weg. Ein Revanche-Foul, hier sehen Sie es. Also ganz korrekt hätte eigentlich beide Spieler auf die Strafbank schicken müssen. Denn Aguaykin hat sich revanchiert. Die Begründung für den Ausschluss, Behinderung. Für 2 Minuten also die Rosenheimer mit 5 gegen 4. 7:3 für Spartak, der Spielstand. Nicht mehr ganz 3 Minuten im zweiten Drittel. Kretschmer. Boris Majerow schaut zur Uhr, sie zeigt 17 Minuten und 23 an und noch 1 Minute und 13 ist seine Mannschaft nur zu viert. Beim Bulli sehe ich Höfner. Niederberger. Und 46 Sekunden die Rosenheimer zahlenmäßig überlegen. Berwanger.
Niederberger. Das Publikum hat sichtlich seinen Spaß an diesem Spiel. 10 Tore hat man gesehen, auch wenn es doch, es drückt sich auch im Resultat aus, ein bisschen einseitig verläuft. Die letzte Minute, zweiten Abschnitt. Koschevnikov abgeblockt. Betz. Links sehen Sie die Zeit, die noch verbleibt im zweiten Abschnitt. So, Ende des zweiten Abschnitts. 7:3 führt Spartak Moskau gegen den Sportbund Rosenheim aus der Bundesrepublik zu spielen und er hofft, dass er beim gut geführten Gotteron Fribourg bleiben kann und hofft, dass er einen neuen Vertrag für weitere 2-3 Jahre abschließen kann. Dies im Prinzip, was Jean Gagnon im Interview gesagt hat. Nun wieder zum Spiel. Die sowjetische Mannschaft Spartak Moskau jetzt von rechts nach links. Schiedsrichter Chanz. 7:3 steht es für die Moskauer. Bemerkenswert, dass das zweite Drittel zugunsten der deutschen Mannschaft ausgegangen ist. Ende des ersten Abschnitts hielt es nämlich 6:0 für Spartak Moskau. Also bisher 6:0, 1:3. Gesamtstand 7:3 für Spartak Moskau. Da ist der 8. Treffer, schön herausgespielt, Torschütze ist die Nummer 24, der Verteidiger Fatkulin. Nach 46 Sekunden im letzten Abschnitt. Unmarkiert, frei konnte er diesen 8. Treffer erzielen. Moskau.
Das Zuspiel kam von Kapustin. Und auch Aguenkin bekommt noch einen Assistpunkt bei diesem achten Tor. Szenen, die zum Ausdruck bringen, wie die sowjetische Mannschaft manchmal das Kombinieren übertreibt, richtig Spaß daran hat. Sie soll diese Schwäche auch in der sowjetischen Meisterschaft zeigen. Dort liegt sie auf Platz 3 hinter den Stadtrivalen ZSKA Moskau und Dynamo. Kretschmer. Und Tor. Raffiniert, Schuss angetäuscht. Warnavsky 9:3. Damit hat er den Verteidiger Kretschmer und auch Torhüter Kralik getäuscht. Koschevnikov darf den Assistpunkt bei diesem neunten Treffer in Anspruch nehmen. Und wir sind in der vierten Minute des letzten Abschnitts, während Berwanger eben versuchte, sein sechstes Turniertor zu erzielen. Da haben sie den Torschützen, Warnavsky. Er hat übrigens den Torreigen eröffnet mit dem 1:0. Manchmal gehört auch Glück dazu und dieses Glück hatte Lukács in dieser Situation eben nicht. Für Zuschauer, die vielleicht später zu unserer Übertragung gekommen sind, wir befinden uns im letzten Drittel im Spiel Spartak Moskau gegen SV Rosenheim. Für Spartak ist es die dritte Partie, für Rosenheim das Abschlussspiel. Es steht 9:3 für die Sowjets. Im Tor der sowjetischen Mannschaft nicht Torhüter Nummer 1,
Doroschenko, sondern Saprykin, der zweite Mann auf diesem Posten. Bisher hat es nur je einen Ausschluss gegeben, ein Spiel fast ohne Körperkontakte, mit wenigen Ausnahmen. Und Niederberger Schuss. Die Deutschen, die ein weiteres Handicap zu tragen haben, Reindl ist auch heute wieder nicht dabei, der dreifache Torschütze. Sie versuchen sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Aber Spartak Moskau hat diese Partie natürlich sicher im Griff und dreht nur sporadisch einmal wirklich auf und hat seine Karten in dieser Partie sicherlich nicht aufgedeckt. Betz, eine korrekte, saubere Körpercharge. Hat hier Betz einkassieren müssen. Und zwar vom Verteidiger Fokin. Es sind 6.100 Zuschauer im Stadion. Und dabei muss man nach dem bisherigen Publikumserfolg fast ein nur in Anführungszeichen davor setzen. Die Partie von heute Abend, HC Davos Selection gegen das Team Kanada, ist bereits ausverkauft mit 8.000 Zuschauern. Eising und die Scheibe wird eingegeben vor Torhüter Kralik. Die 15 ist der Verteidiger Kretschmer, der beste Gast auf der Strafbank, allerdings nicht in diesem Spiel, aber insgesamt über das ganze Turnier gesehen. Gewisse Kombinationen der Pöck-Künstler aus Moskau sind eine Augenweide zu sehen. Und hier hat Saprykin großes Glück. Das war wirklich die große Chance von Arne zum vierten Tor für den Sportbund Rosenheim. Achte Spielminute im letzten Drittel. Und wieder die Entspannungsübung von Saprykin. Er hat da seine eigene Methode scheinbar. Mörs.
aber doch bemerkenswert und erwähnenswert, dass die Rosenheimer diesen Kampf versuchen offen zu gestalten. Sie bringen noch, was sie wirklich zu bringen noch imstande sind, gegen diesen übermächtigen Gegner. Super Parade von Saprikin. Auch nicht so einfach für einen zweiten Torhüter. Zum Einsatz zu kommen, plötzlich. Ich habe schon einmal erwähnt, Doroschenko, der Torhüter Nummer 1, stand auf dem Meldungsplatz zu oberst. Bis jetzt konnten wir noch nichts erfahren, ob irgendwelche Verletzung im letzten Moment stattgefunden hat. Doroschenko ist drüben auf der Spielerbank und schaut sich das Spiel an, aber natürlich in voller Montur. Zehnte Minute im letzten Abschnitt. 9:3 für Spartak Moskau. Ja, Spaß muss sein. Jeder versucht jetzt seine speziellen persönlichen Tricks hier zur Anwendung zu bringen. Nur das eine mag Majorow, der Coach der Sowjets, nicht, wenn sie sich mit dem Resultat zufrieden geben. Mali, Befreiungsschlag. Und wenn der Puck über diese rote Linie, die Sie oben am Netz sehen, welches die Zuschauer vor den Schüssen schützt, dann gilt er als aus dem Spielfeld und wird neu eingegeben. Da ist Doroschenko, der heute seinen Posten dem zweiten Hüter Saprikin überlassen hat. Und der Junge hat seine Sache ganz gut gemacht. Hatte einige Male viel Glück. Mörz. Lukács. Es hat beim SB Rosenheim Spieler, die haben ein gewaltiges Pensum an Spielen hinter sich bringen müssen. Meisterschaft gespielt bis kurz vor Beginn des Spengler Cups, dann die Länderspiele gegen die Schweiz. Und kaum sind sie zu Hause, müssen die Rosenheimer weitere Qualifikationsspiele für die deutsche Meisterschaft bestreiten. Könnte schwierig werden für sie. Und im Hinblick auf diese Spiele hat man wohl auch auf einen weiteren Einsatz des Verletzten Reindl verzichtet. Da ist der 10. Treffer, das Stengeli. Und der Torschütze ist Volgin, der in diesem Spiel jetzt seinen dritten Treffer erzielt hat. Ein Schachtor
Und das Zuspiel kam von Warnawski. Also, 12. Minute im letzten Drittel. 10:3 für Spartak Moskau. Drei Spieler haben bei diesem Treffer profitiert für die Punkteliste. Volgin als Torschütze, dann der erste Assist Warnawski und der Verteidiger Schistiakow. Das sind wieder die Zeichen, die bekannten Zeichen der Ermüdung. Viele harte Konfrontationen hat es in dieser Partie nicht gegeben. Ganz wenig Strafen. Nur je eine für jede Mannschaft. Jetzt ist da eine weitere Linie, eine vierte Linie bei den Sowjets noch zum Einsatz gekommen. Nummer 20 ist Rotschkow. Und 23, der Mann, der eben geschossen hat, Rojkov. Ja, das sind diese bekannten Ausflüge von Torhüter Kralik. Nicht alle diese 10 Tore waren unhaltbar. Und das ist eine schöne Leistung von Lukas. Hätte ein Tor verdient. Da ließ er seine große Klasse aufblitzen, der Weltmeister aus der Tschechoslowakei, Lukas. Der Eishockey-Kenner, Feinschmecker, der kann auch in einem Spiel, das 10:3 steht, viele Feinheiten entdecken, Kleinigkeiten. Im Spiel, im Dribbling, in der Stockführung. Und vor allem auch sehr oft in der perfekten Kombination, die hier in dieser Szene nicht zum Klappen kommt. Und Lukas. Wieder eine große Chance. Höfner. Mali. 4,5 Minuten noch dauert die Partie. 10:3 für Spartak Moskau.
In der Abwehr leisten sich die Sowjets immer wieder arge Schnitzer und mit etwas Glück könnten die Rosenheimer auch schon 4-5 Tore erzielt haben. Und noch eine Kontermöglichkeit. Das war Betz. Und Zabrikin, der gut aufgepasst hat. Immer wieder diese Zuspiele, diesmal wieder auf einen Moskauer Spieler von Kralik. Schiedsrichter Chant hat wohl gesehen, dass sich da Kretschmer ganz kurz revanchiert hat, hat aber beide Augen zugemacht. 10-3. 16 Minuten und 49 Sekunden gespielt. Eines der jungen Gesichter in dieser sowjetischen Mannschaft. Interessant wäre gewesen, aber das ist natürlich müßig, daran zu denken, diesen SB Rosenheim in Vollbesetzung, auch ohne die drei zu Hause gebliebenen verletzten Spieler und mit Reindl, im Vollbesitz seiner Kräfte gegen Spartak Moskau spielen zu sehen. Fokin, 2 Minuten. 5. Rosenheimer gegen 4 von Spartak Moskau. 10-3 heißt es für die Sowjets. 2,5 Minuten noch zu spielen. Solange die Kraft ausreichte, war der SB Rosenheim sicherlich ein Gewinn für das diesjährige Turnier. War attraktiv. Ich darf noch einmal an die Ergebnisse erinnern, welche die deutsche Mannschaft hier realisiert hat. Knapp verloren gegen Davos Selection mit 3-4 in einem guten Spiel. Dann das 5-5 in einem recht harten Spiel. Die 2-7 Niederlage gegen Team Kanada. Da fehlten schon die Kräfte, wie gesagt, mit nur 17 Spielern hier angereist, der SB Rosenheim. Da war natürlich nichts mehr drin, hier Spartak Moskau irgendwie Paroli bieten zu können. Kretschmer. Höfner. Chancenauswertung der Deutschen ließ in ihrer Schlusspartie einiges zu wünschen übrig, sonst würde es vielleicht 10-6
stehen. Noch 43 Sekunden. Und noch 4 Sekunden. Die sowjetische Mannschaft nur zu viert. Das Stadion beginnt sich schon zu leeren. Man will sich noch rasch stärken für das Abendspiel, welches, wie ich gesagt habe, schon ausverkauft ist. Sicherlich ein Hit, Team Kanada gegen Davos Selection. Und in dieser Partie wird es sich entscheiden, ob die Davoser erneut ihren sensationellen dritten Rang wiederholen können vom Vorjahr. Moskau gewinnt hoch mit 10:3 gegen den Sportbund Rosenheim vor 6.100 Zuschauern. Und heute Abend dann berichtet Bernard Tournier vom Spiel Team Kanada gegen Davos Selection. Die sowjetische Mannschaft weiterhin klar an der Spitze mit 3 Spielen und 6 Punkten. Und jetzt gibt es wieder die Verteilung der 10 Gramm Gold für den besten jedes Team. Kapustin bekommt die 10 Gramm Gold und wird als bester Spieler der sowjetischen Mannschaft in dieser Partie ausgezeichnet. Und der beste im Rosenheimer Team, Michael Betz. Immer ein Ansporn für die Spieler aller Mannschaften, jeweils nach den Partien ausgezeichnet zu werden. Ja, damit verabschieden sich die Rosenheimer von den sowjetischen Spielern und auch vom Publikum. Also noch einmal das Ergebnis. Spartak Moskau schlägt den SV Rosenheim mit 10:3. Und ich verabschiede mich von Ihnen und gebe zurück ins Studio.